Servus Leute, willkommen zum neuesten Video. Heute mal wieder aus meinem Zimmer zuerst. Wir werden nachher noch zusammen ins Gym gehen und zwar treffe ich mich mit Basti und Josef zu einer Unterkörpereinheit. Und ja, ich kann euch versprechen, es wird ein Beinmassaker. Ich habe ein 4x8 in Halberkniebeugen und er Front Squats. Ich bin mir nicht sicher, was für ein Volumen er fährt, aber es wird bei diesem Wetter, bei diesen Temperaturen und generell bei Kniebeugen sowieso immer ein echtes Massaker. Und aber davor wollte ich noch mit euch ein kleines Paket auspacken. Hier ist nämlich was angekommen. Und zwar hat der Postbote das Paket einfach in den Briefkasten gesteckt. Ich meine, ich habe vorhin eine E-Mail bekommen, da stand, ja, ihr Paket wurde zugestellt, bla bla bla. Dann dachte ich so, hä, ist jemand hier? Normalerweise um die Uhrzeit ist nie jemand in der WG. Und dann dachte ich, ja, vielleicht ist beim Nachbar oder so, aber dann müsste ja eigentlich auch eine Benachrichtigung kommen. Und jetzt war das hier wirklich im Briefkasten. Der hat es da irgendwie reingeknüllt. Naja, gucken wir es uns mal an. So, dann machen wir das schöne Ding mal auf. Und zwar habe ich mal wieder in Sportklamotten investiert, um das schon mal vorwegzunehmen. Ich finde, man kann nie genug Sportklamotten haben, vor allem wenn man wirklich jeden Tag ins Gym geht. Und es gibt, glaube ich, andere Punkte, bei denen man sparen kann. Gut, hier noch eine Quittung und hier sind noch die zwei Sachen. Ich pack's mal kurz aus. Zum einen haben wir einen Tanktop von Nike, ein sehr luftiges, leichtes Tanktop aus Polyester. Baumwoll-Tanktops kommen bei mir überhaupt nicht in Frage. Ich schwitze die innerhalb von 2 Sekunden durch und die sind echt schön atmungsaktiv. Da bleibt auch mal der ein oder andere Schweißtropfen unsichtbar. Und ich hoffe mal, es passt. Ich werde es jetzt nicht anprobieren. Ich bin nämlich komplett durchgeschwitzt. Bin nämlich gerade von der Uni-Bib mit dem Fahrrad hergefahren und bei diesem Wetter, ey, die Sonne scheint wieder mal nicht, aber es ist schwül as fuck. Und das ist, der Worst Case für mich meistens. Dann zur zweiten Sache. Noch ein Oberteil, aber ein Shirt diesmal. Und zwar wieder ganz schlicht schwarz, auch aus dem gleichen Stoff. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ja, man sieht jetzt nicht so viel. Es ist ja, wie gesagt, alles ziemlich dunkel. Aber es hat hier auf jeden Fall so ein cooles Muster. Und ja, hier vorne nochmal das Nike-Logo. Ganz schick eigentlich. Mal gucken. Findet bestimmt im nächsten Training oder übernächsten seine Verwendung. Dann gibt es jetzt noch meinen Pre-Workout-Kaffee und dann sehen wir uns gleich im Gym. Da wären wir im Clever Fit Mainz Mitte und hier ist auch schon der erste Kollege am Start. Was machen Sie? Ich wärme mich auch ein bisschen. Und gleich squatten wir dann die Scheiße hier weg. Was steht bei dir an? Wie viel? Reps? 105 Kilo Front Squats. 105? 4x5. Ja, und dann ein bisschen Reha-Kniebeuge. Reha-Kniebeuge, okay. Ja, er hat ein bisschen Probleme mit dem unteren Rücken. Ich guck mal, dass ich vielleicht heute an die 115 gehe. Letztes Mal ein bisschen tief gestapelt mit 105 im 4x8. Aber da ich ja vor 4-5 Tagen die 120 im 5x7 gebeugt habe, bin ich ganz optimistisch, dass die 115 gehen können. Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Aber ja, nicht gleich übertreiben. Ist ja erst die zweite Woche meiner Einheit. Und dann würde ich sagen, legen wir los. So, der letzte Arbeitssatz des guten Herrn hier hinter mir. Echt, echt krass. Also 100 Kilo Front Squats, die würde ich mir nicht in 2 Jahren zutrauen. Also echt nicht schlecht. Und er wird ja gleich bei 105 Kilo landen. Also Respekt. So, das ist schon mal Julians erster Arbeitssatz. Mal gucken, wie viele es werden. Aber ich finde vom Tempo war es ganz okay. Auf geht's, komm! Und er nimmt's wie ein echter
unechter Powerlifter mit dem California Grip. Sehr nice. Auf geht's. Stark, komm. Und wie haben Sie sich angefühlt? Besser als gedacht. Also ich dachte im Aufwärmsatz, dass es schlimmer wird. Sah aber auch gut aus. Hatte, aber 8 Reps sind 8 Reps. So, gleich kommt der letzte Satz von mir. Vorhin oder gerade eben habt ihr auch den dritten von ihm gesehen. Er meinte auch gerade, ja, es ist wirklich reine Kopfsache fast. Wenn man die erste Wiederholung gemacht hat und denkt so, fuck, war das unfassbar schwer, dann muss man halt noch 4 machen, ne? Und macht man ja, noch eine. Besonders im Kaloriendefizit ist es dann noch schwerer. Ja, heißt gerade. Ja. Aber eigentlich hat man diese Energie noch. Es war genug, nur. Ja. Das ist halt, da ist auch so alles Kopfsache eigentlich. Wenn man weiß, man ist im Kaloriendefizit, denkt man, oder nimmt man automatisch irgendwie an, dass man eigentlich schwächer sein müsste. Und dann geht es auch viel weniger aber leicht von der Hand. Der Kniebeuge, ne? Einfach runtergehen, irgendwie kommt man schon hoch. Ne? Letzter Satz vom Joseph hier. Easy, komm. 5 Wiederholungen. 4. Satz. Easy, auf! Sehr geil. So viel zu den Squats. Ich werde jetzt noch ein bisschen rumänisches Kreuzheben machen. Wieder ein 4x8, diesmal mit 100 Kilo. Vielleicht ein bisschen weniger. Ich habe doch gemerkt, habt ihr ja im letzten Video gesehen oder im vorletzten, dass es ein bisschen viel Volumen war, ein bisschen viel Intensität für die Oberschenkelrückseite. Deswegen mal schauen. Aber ja, unter 95 gehen wir nicht. Der Herr hier macht jetzt noch ein paar Split Squats. Und will sich nochmal komplett umbringen. Erstmal Reha-Squats. Ja. Reha-Squats, ja. Für seinen unteren Rücken. Und ja. Dann seht ihr jetzt noch ein paar Trainingsausschnitte. Und mit diesen Worten würde ich euch da auch dann verabschieden. Viel Spaß beim Rest des Videos. Und bis zum nächsten Mal. Ach ja, ein kleines Update noch von den Beinen auf Pump. Wie sieht's da aus? Zoom mir mal ein bisschen ran. Man bemerke die unfassbare Ordnung hier. Beine sind am Start. Zwar fett ohne Ende, aber die Masse stimmt. Jetzt wird noch die Oberschenkelrückseite drangenommen und ja.
Servus Leute, willkommen zum... Und das macht man, wenn man sich beeilen muss und der Kaffee nicht kalt, nicht schnell genug kalt wird. Einfach mal einen Shaker nehmen, Kaffee reinkippen und genießen. Ich muss schon ein bisschen lauter reden, hier ist es so laut. Ah, okay. Was at this moment that he knew he fucked up. Was war da los? Was war das? Ja, das war sein eigener dummer Fehler, Mann. Alter. Also, du kannst auch ein bisschen mehr Gewicht bewegen, aber ich glaube, die Achter wären da nicht mehr drin. Also, aber... Die wären dann auf einbeinig, hätte ich sie machen müssen. Schön, schön rechts lassen. Ja, ja. So ein bisschen Ausfallschritte, gell? So viel zu den Squat... Outtakes.